ging es in der vorangegangenen Sendung um ein goldenes Abitur, geht es heute um goldene und diamantene Meisterbriefe. Zur Verleihung dieser Auszeichnungen begaben wir uns kürzlich ins Haus des Handwerks. Bei einer Festveranstaltung, umrahmt von Petra Steinbrink am Piano, im Haus des Handwerks überreichte die Handwerkskammer Magdeburg 10 diamantene und 26 goldene Meisterbriefe an verdiente Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister. Einige der goldenen Handwerksmeister hatten ihre Meisterbriefe 1963 im Haus des Handwerks erhalten. Für sie war die Feierstunde im restaurierten Haus deshalb etwas ganz Besonderes. Die einzigen Damen im Kreis der Jubilare waren Damenschneidermeisterin Irmgard Kahl aus Magdeburg und Friseurmeisterin Lilli Bersina aus Salzwedel. Beide erhielten den diamantenen Meisterbrief. Vertreten waren auch Handwerker aus Gewerken, die heute so nicht mehr ausgebildet werden. So zum Beispiel Rostschlächtermeister Günter Banse aus Schönebeck und die Tapezierermeister Günter Börner aus Stendal und Waldemar Dassler aus Elbingerode. Einer der diamantenen Jubilare war Friseurmeister Friedrich Gödecke. Wenn du so an die Zeit mal so zurückdenkst, was war so vor 60 Jahren das Interessanteste? Hattest du ein bisschen Bammel vor der Prüfung, wie jeder Prüfling? Eigentlich ja, wie jeder Prüfling, klar. Man war ja jung und man war so strotzig, voll Energie und man wollte ja irgendwie etwas und somit war das eigentlich kein Problem. Wir waren jung und das ging eigentlich recht gut. Naja, es ist natürlich eine Geschichte, es ist allerhand in der Zeit abgelaufen. Man hält es nicht für möglich, dass man das alles verkraften konnte. Aber da es nun in Abständen immer nach und nach an einem herankam, war es sicher möglich, das machbar zu machen. Ja. Und wie hast du so die Wende damals so überstanden? Die Wende war eigentlich unproblematisch. Das konnte man gut voraussehen, dass das sich in der Form ändern wird, weil doch, das fing ja, die Wende fing ja am 17. Juni an. Und das ist ja auch eine Sache, die derzeit schon voraussehbar war, dass mit der Wende auch eine andere, eine neue Zeit kommen wird. Du bist ja nur nach wie vor deinem Handwerk noch verbunden. Engagiert ist ehrenamtlich, was machst du alles? Betrieblich eigentlich nicht mehr sehr viel. Ich versuche bei meinem Sohn mal reinzuschauen ins Geschäft. Er macht das noch heute weiter. Aber an sich in der Form arbeite ich nichts mehr. Ich bin im Friseurmuseum tätig. Dort ist doch allein zu tun mit Exponaten, Aufbau von Exponaten und Ausstellungen, dass da auch der Friseurbetrieb, das Friseurhandwerk irgendwie präsentiert wird. Das macht mir Spaß. Auch Konditormeister Karl Friedrich Ulrich, geehrt mit dem goldenen Meisterbrief, erinnerte sich 50 Jahre zurück. Vor 50 Jahren haben wir das im Schnelldurchlauf gemacht. Es ist so traurig, dass noch nicht mehr die Gruppe mehr zusammen ist, die noch leben, weil man sich auseinandergelebt hat, weil nur der Existenzkampf das A und O war. Es war gerade die Zeit, wo die Wehrpflicht ausgerufen war, die politische Lage war nicht sehr schön. Und da haben wir nur wirklich morgens gearbeitet, nachmittags gelernt für die Meisterprüfung und wieder auseinandergegangen. Das war zu DDR-Zeiten für uns das Wichtigste, weil wir ja nur aus der Nahrungsmittelbranche kommen, dass wir die Leute immer einigermaßen versorgen konnten. Und dann kam natürlich der 9. November, wo Rohstoffe, Zutaten und der ganze Know-how etwas anders wurde. Und das ist natürlich ein Glücksumstand gewesen, dass wir den noch mal miterleben konnten bis zum heutigen Tag. Wenn man bedenkt, wenn man die Schlangen sieht an deinem Geschäft am Hasselhofer Platz, ja. Damals ja jeden Morgen die hunderten Brötchen und heutzutage müsst ihr doch ganz schön kämpfen. Ja. Das heißt ja, dass zum Beispiel in Magdeburg noch ein Konditor selbstständig ist und fünf Bäckereien und alles andere in Ketten bzw. in Supermärkten. Das hat sich in unserem Beruf vollkommen geändert. Wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust, hast du da doch ein bisschen Bammel, dass das Handwerk überleben wird, also speziell das Bäckerei- und Konditorhandwerk? Das Handwerk überlebt nur dann,
wenn wir weiter junge Menschen kriegen und ausbilden. Es wird genauso auf ein Fünf-Sterne-Schiff ein Konditor oder ein guter Bäcker oder Fleischer gebraucht. Und üblicherweise beschäftigt ihr noch die Ketten. Fachleute. Aber sich selbstständig zu machen in unserem Beruf, das wird sicherlich sehr, sehr schwer. Eventuell noch in den Gebieten der Saison, also sprich Kurgebiete, Inseln, Bad Harzburg, Lauterberg, das da, aber sonst wird es für unseren Beruf ganz schwer. Denkst du dann doch ein bisschen traurig, so wenn du das so... Traurig nicht, es ist die Zahn der Zeit. Und wir müssen auch so ehrlich sein, dass die Qualität, die, wo wir ja im Handwerk doch stehen und die ja hier heute auch noch gut ist, aber dass die Großbetriebe so nachgezogen haben mit der Qualität, dass man darüber nicht mehr kritisieren oder meckern kann. Aber dass das Handwerk nach wie vor seine Berechtigung hat, sieht man nicht zuletzt am Haus das Handwerk selbst, dessen Sanierung ohne die vielen daran beteiligten Handwerksbetriebe gar nicht denkbar gewesen wäre.